Hallo Leute, ich bin's wieder, der MacPaul von Garmento und heute gibt's wieder ein kleines Unboxing. Zuerst einmal Info, wir haben ein Upgrade im PC, wir haben jetzt die GTX 960 Overclock drin. Leider gibt's kein Unboxing, darum irgendwie, das hat einen Messen. Aber dafür gibt's heute jetzt wieder eins. Diesmal von diesem ominösen Päckchen. Weil mir war irgendwie fad und ich habe mir was gekauft. So, versehentlich. Und mitunter werden wir dann unseren Streaming-Content auf andere Plattformen erweitern können. Es ist doch viel Material drin. Wieder allen erwarten, es ist viel Material drinnen. Okay. So. Fucking viel Filmmaterial! So, gut. Das gute Stück nennt sich PlayStation 4. Ich hab's gemacht, ich hab's mir gekauft und sogar noch in der Limited Edition für Metal Gear Solid 5. Und und das Ganze wird es natürlich auch hoffentlich demnächst auch am Kanal geben. So, jetzt zieht halt gerade meine Hand, warum ich wieder PlayStation gekauft habe. Das ist ein Magic Moment. Die ist urbeschissen verpackt. So. So. Das Ding hat knapp 5 Kilo und das sind nur Kartons. Und. Ich glaube, ich soll das nicht so schütteln. Unfähigkeit eines Technikers, dass man einen Backel aufmacht. War schon immer schlecht im Geschenke auspacken. So, was haben wir? USB-Kabel, Mono-Headset, Strom. Sie haben einen Stecker getauscht. Stromkabel, Anleitungen, lesen wir eh nicht. HDMI-Kabel, aber wir haben schon bessere gesehen. Ein DualShock 4 Controller. Muss die Hecker holen. So. Spiel. Und das Herzstück dieses Päckchens. Die Limited Edition Metal Gear Edition Metal Gear Solid Edition in Rot-Gold. Da hinten Haufen Anschlüsse, vorne noch ein paar Anschlüsse. Hauptsächlich USB und Laufwerk. Ich habe mir gedacht, dass die größer ist. Ich habe mir echt geglaubt, die ist größer. Ja, das war es jetzt einmal schnell zum Unboxing. Es wird wieder demnächst Stream geben und wir werden hoffentlich auch auf diesem Schmuckstück ein bisschen streamen. Obwohl davor jetzt wahrscheinlich noch einmal Unboxing geben, weil wir noch eine neue Capture Card brauchen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und naja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, ein Kommentar, aber ein Like war woanders. Ein Daumen hoch, Like auf Facebook oder ein Kommentar und sagt Danke.